So, und es geht auch direkt weiter. Ja, ja, wissen wir Bescheid. You have so much courage. It's amazing. Ja. Playboy Guard. Wenn man so schon heißt, dann muss man sich echt toll fühlen. So. Immer genug trinken, Freunde. Und dunkelhäutig und blond. Und dann noch mit Narben versehen. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Das passt nicht, finde ich. Na gut, das ist, können wir nichts machen. Ja, ja, Doreen hat uns zu dir geschickt. Ja, ich weiß, sie ist süß. Und tschüss. Nächste Quest. Schon wieder Silent Guardian. Ah. Dann nehme ich aber jetzt echt mal das Short-Range-Portal. Weil ich keine Lust habe, dann noch eine halbe Weltreise zu machen. So. So, kleines Tierchen. Ist wieder da, super. So, ich habe mir mal eine Kappe gekauft. Ich bin eigentlich ein Kappenträger. Und ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus, so auch mit Hemd oder so. Man muss ja nicht immer so gegelt sein und allem. Es reicht ja auch, wenn man so eine gewisse Art von Dingsbums hat, weil ich kann das mit dem gegelten Haar nur so begrenzt abhaben, ja. Because not enough practice. Weil sich nicht genug Leute registriert haben, ist Soccer Pitch abgesagt. Das ist natürlich blöd. Weil Soccer Pitch nämlich eine Sache, da kannst du richtig gut Zeug sammeln. Auch wenn du im PvP beschissen bist, kannst du da echt gut Rangpunkte und so sammeln. Das mache ich mit meinem Medic immer ganz gerne. Aber wenn das halt ständig abgesagt wird, weil nicht so viele Leute da irgendwie was mitmachen, ist das sehr schade. Ich glaube, auf den deutschen Servern war das damals sogar so. Also wo es das Spiel noch auf Deutsch gab und unter Aeria lief, bevor die das Spiel abgeschaltet haben, gab es ja noch die Möglichkeit, dass wenn du wenn nur ist der Modus trotzdem gelaufen, ja. Sprich, auch wenn von der gegenüberliegenden Seite sich keiner registriert hatte, lief es trotzdem. Und die meisten haben zwar dann nicht so viel erreicht, aber es war immerhin wenigstens mal eine Abwechslung. Schade, dass das hier nicht mehr der Fall ist. Könnte vielleicht auch als Bug durchgekommen sein. Ist ja auch egal. Bug oder nicht, es war auf jeden Fall ganz chillig. Ist halt nur sehr schade. Soccer Pitch hat mir echt gut gefallen. Auch die Hintergrundmusik davon ist ziemlich schön. Das war ja wie in der Delia Lounge. Da ist die Musik eigentlich auch ganz in Ordnung, muss man sagen. Also soundtechnisch hat das Spiel schon ordentlich was zu bieten. Wir fressen kaum HP-Zeug, ne? Aber gut, auf der anderen Seite, bis die zum Zug kommen, uns Damage zu machen. Was haben wir denn für einen Statuswert? Trefferrate 112,3%, 319 Verteidigung, 2332 Ausweichen. Okay. Klingt natürlich erstmal ziemlich viel, aber ihr müsst halt auch bedenken, dass das doch nicht so wenig ist, doch nicht so viel ist. Weil ich glaube, 1000 Wert ist 1% Treffer. Genauso wie die Crit-Rate. Wir haben ungefähr 3000, ich glaube, 3200 Crit-Rate, aber wir haben, glaube ich, auch nur eine 32-prozentige Crit-Chance. Wenn ich mich recht erinnere.
Ah, jetzt müssen wir von denen ein paar klatschen. Das ist schon mal ganz gut, weil da gibt es auch ein paar Zweier-Kombis, die wir ab und zu mit unseren AOEs wenigstens klatschen können. Das macht es zumindest ein bisschen angenehmer, die ganzen Quests hier durchzuquetschen. So, ihr fetten Schweine, jetzt geht's euch an den Kragen. Aber was willst du denn? Ich hab nicht dich gemeint, du fettes Kanalrattenvieh. So. Bum, 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 bum. So, jetzt mal kurz meine Schuhe ausziehen. Ich war nämlich eben noch kurz einkaufen. Beziehungsweise vor den Aufnahmen. Aber wenn man zu Hause ist, muss man ja keine Dingsbums anziehen. Muss man ja keine Straßenschuhe anziehen. Na komm her. Super. Oh, das ist ein gemeines. Oh. Aber das ist ein gemeines Gefühl, wenn du gehen musst und das Gefühl hast, du musst niesen zeitgleich. Gähnen und niesen, wie funktioniert das? Aber ich habe das Kitzel nur in der Nase. So. Bum, 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 bum. Ach, da ist ein anderer Spieler. Iris, die 12. Okay. Kommt her. Hallo. Du, komm mit. Du auch. Super. Jetzt pass mal richtig schön auf die Fresse für euch, fetten Schweinebacken. So, wollen wir mal weitermachen. 13 von 20. Es kommt mir immer so langwierig vor, aber irgendwie, wenn ich dann so auf die Nummer, auf die Minute gucke, wie lange ich dann aufnehmen bin, so am Part, am dem, der Partlänge, hält sich das in Grenzen, ne? Also es ist wirklich nur gefühlt, das zieht sich wirklich nur gefühlt wie Kaugummi. Aber wir haben schon 32% und sind Level 39. So, 17. Und manchmal gibt es so Stellen, wo man denkt, das geht doch ganz gut schnell. Ach komm, wisst ihr was? Wir gucken mal nach dem Inventar. Ah, die Dinge halten wenigstens ordentlich lange. Die halten wenigstens eine Stunde und nicht nur 20 Minuten. Ja, 20 Minuten ist dann doch ein bisschen kurz. Das sind so Kleinigkeiten, Potz, ja. Hier plus 10% HP, 20 Verteidigung dazu, 300 Blocken, 5% Min-Max-Angriff und das war's. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber es sind dann doch so Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, wir werden ja mit den Dingern zugespammt, ja. Natürlich benutzt man die in der Regel für PvPs, aber die meisten PvP-Mods wollen ja ab unserem Level nicht. Was eigentlich ein bisschen schade ist. So, ihr müsst auch in den Kommentaren halt reinschreiben, wie ihr das so machen wollt. Weil ich habe ja gesagt, offiziell mache ich es bis Level 40. Und wenn es länger gehen soll, müsst ihr das aber auch schreiben. Dann mache ich das auch länger, je nachdem, wie ihr das Spiel so feiert und wie ihr das, also das Projekt von mir jetzt, nicht das Spiel selbst. Und ansonsten würde ich das nämlich mit Level 40 beenden und dann einfach nur ab und zu mal so in einem Abendstream oder so das Spiel nochmal spielen, wenn jemand mitspielen möchte oder sonst was. Aber so als offizielles Projekt würde ich das dann absetzen.
Müsst aber dann in die Kommentare halt reinschreiben, weil ich kann mir, wenn ihr mir das irgendwann mal irgendwo schreibt, ja, oder whispert, dann habe ich das nicht wirklich im Kopf. Ja, und da kann man mir auch jetzt nicht echt böse sein, weil ich habe echt andere, ich versuche meinen Kopf für andere Sachen frei zu haben als für Games. Von daher. Oh, du Rattenvieh, jetzt geh mir nicht auf den Sack. Und ja, ich weiß, dass ich eine Frau bin. Ich weiß nicht, ich habe früher meine Kappen, habe ich die früher immer ganz komisch getragen. Ich habe die immer so gerne in, hier so. Habe ich die immer so ein bisschen so. Ich habe die immer so ein bisschen schräg getragen, aber ich habe die immer so getragen. Nee, so. Ich bin immer früher so rumgelaufen. Das war schon leicht komisch. Das war schon leicht crazy. Deswegen haben all meine alten Kappen, weil ich die halt ziemlich lange und gerne getragen habe. Ich bin halt ein Kappenträger. Haben die alle so einen Schuss, ja. Wenn man die einmal so schräg aufsetzt, dann bleiben die auch für immer so. Vor allem, wenn man die länger so aufsetzt. Und da ist es relativ schwierig dann auch. Dementsprechend muss man sich immer neue kaufen. Das ist halt schon nervig, wenn man sie halt gerade anziehen will und die alle so einen komischen Touch haben. Jo, na gut. Och, Mann. Wie viel haben wir denn? 15 von 20. Die hätten uns die Dinge echt früher geben können. Komm mit, du auch. Ich meine, wir machen gut Schaden, ich will mich nicht beklagen, ja, aber ich habe so das Gefühl, das zieht sich gerade so wie Kaugummi. Und vor allem will ich jetzt auch, ich will jetzt auch meine Aufnahmen für dieses Jahr beenden, weil ich jetzt im Dezember wahrscheinlich keine Zeit habe. Und nach Dezember wahrscheinlich noch weniger, weil da meine Zwischenprüfungen kommen. Und deswegen möchte ich halt gucken, dass ich so viel wie möglich vorher halt noch mache. Und wenn da halt mal nichts kommt, weil es einfach zeitlich nicht möglich ist, dann ist das so. Dann ist das halt so, Freunde. Dann kann man da nichts machen. Wir sind jetzt auch schon bei 13 Minuten angelangt. Ich würde sagen, diese Evil Witches, die machen wir... Da hinten waren ja welche, waren ja ganz gut ein paar. Machen wir im nächsten Part und das wird dann auch der letzte Part für heute. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.